Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute soll es um das Thema gehen, wie kann ich meinen Hintergrund schön und scharf fotografieren? Viel Spaß! Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann kannst du das gerne tun. Stefan Schäfer 90 heiße ich da. Da poste ich immer meine neuesten Bilder und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir auch dort folgst. Wenn wir darüber sprechen, ein Foto mit einem unscharfen Hintergrund zu fotografieren, dann kommen wir unweigerlich auf den Begriff Schärfentiefe. Die Schärfentiefe gibt an, wie groß der Bereich ist in einem Foto, der scharf abgebildet wird. Du kannst dir das also dreidimensional vorstellen. Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Und je nachdem, wie groß die Schärfentiefe ist, desto mehr ist im Bild dann auch tatsächlich scharf. Die Schärfentiefe können wir jetzt durch mehrere Faktoren beeinflussen, über die ich heute sprechen möchte. Genauer gesagt sind das drei, nämlich einmal die Blende, die Brennweite und die Distanz zum Objekt, was wir fotografieren wollen. Es gibt noch weitere Faktoren, die die Schärfentiefe beeinflussen, wie zum Beispiel die Größe des Sensors. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass du eine einfache Kamera hast, ja, und die wir jetzt auch nicht wechseln werden. Und von daher gehe ich auf die Faktoren ein, die du selber noch beeinflussen kannst, egal welche Kamera du hast. Die erste Methode, seinen Hintergrund unschärfer zu bekommen, ist die Blende. Ich habe dir ja schon in dem Anfängervideo über die Blende erklärt, dass wenn du deine Blende weiter öffnest, das heißt die Blendenzahl kleiner wird, dann wird dein Hintergrund automatisch auch unschärfer. Lass uns das mal direkt ausprobieren an einem Beispiel. Ich werde dieses Blatt jetzt mit einer geschlossenen Blende, einer Blende 22 fotografieren. Da müsste der Hintergrund relativ scharf sein. Dann auch nochmal mit einer Blende 2.8. Da sollte es dann so sein, dass der Hintergrund sehr, sehr unscharf ist. Probieren wir es mal aus. An diesem Beispiel kannst du jetzt sehen, dass wenn wir die Blende weiter öffnen, wir natürlich auch die Verschlusszeit verkürzen müssen oder den ISO-Wert weiter runterstellen müssen, um die gleiche Belichtung zu erhalten. Ansonsten haben wir aber tatsächlich nur die Schärfe im Hintergrund verändert, nämlich sie ist unschärfer geworden. Der zweite Faktor ist die Brennweite. Mit der Brennweite kann ich einstellen, wie groß mein Bildausschnitt ist. Habe ich ein sehr weitwinkliges Objektiv, habe ich einen sehr großen Bildausschnitt oder habe ich ein Teleobjektiv, da hast du dann einen eher engen Bildausschnitt. Und ich habe jetzt hier mal so meinen Standardzoom drauf, 24 bis 70 mm, da kann ich sehr schön variieren. Und wenn ich jetzt sehr weitwinklig fotografiere, das heißt mit einer niedrigen Brennweite, also 24 mm, dann wird die Schärfentiefe immer sehr, sehr groß sein. Das bedeutet, ich habe sehr viel scharf im Bild abgebildet. Andersherum, wenn ich jetzt mit 70 mm fotografiere, dann habe ich eine sehr geringe Schärfentiefe und damit auch einen unscharfen Hintergrund. Probieren wir das einfach mal aus. Ich habe jetzt hier mal die Kameraeinstellung so eingestellt, dass ich die jetzt immer gleich lasse. Ich bin jetzt hier bei einer Blende 6.3, einer 160. Sekunde Verschlusszeit und ISO 360. Und jetzt mache ich einfach mal zwei verschiedene Fotos. Einmal mit 70 mm, fokussiere auf das Blatt. Du siehst, der Hintergrund ist sehr, sehr schön unscharf. Wir haben noch ein schönes Gegenlicht hier von der Sonne. Und jetzt mache ich das Ganze aus genau der gleichen Position nochmal, nur diesmal mit 24 mm. Der Bildausschnitt ist jetzt wesentlich anders, das heißt, wir fotografieren sehr viel weitwinkliger. Und du siehst, dass das Blatt jetzt erstens kleiner abgebildet wird und gleichzeitig ist aber auch der Hintergrund wesentlich schärfer dadurch geworden. Einen letzten Faktor habe ich noch für dich und das ist die Distanz zum Objekt. Und dabei geht es einmal um die Distanz zwischen der Kamera und dem Objekt und einmal zwischen der Distanz von dem Objekt und dem Hintergrund. Das heißt, wir können beides beeinflussen. In dem Fall jetzt hier beeinflusse ich aber nur eine Geschichte. Ich beeinflusse jetzt nur die Distanz zwischen mir, also der Kamera, und dem Objekt, was wir fotografieren, in dem Fall dem Blatt. Wenn ich jetzt sehr nah an dem Blatt dran bin, wirst du sehen, dass bei gleicher Brennweite und bei gleicher Blende der Hintergrund relativ unscharf ist. Und wenn ich dann weiter weggehe, wird dieser Hintergrund dazu schärfer. Wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter verfolgen möchte und nicht mehr der Anfänger der Fotografie ist, dann kann man sich mal mit der Hyperfokaldistanz befassen. Da sind auch noch ein paar schöne Erklärungen dazu bei. In dem Video soll es jetzt aber erstmal noch nicht darum gehen. Hier geht es jetzt erstmal darum, das Ganze möglichst einfach zu erklären. Also, fangen wir mal direkt an. Ich werde jetzt hier das Ganze mal auf 50 mm stellen. Ich habe eine Blende von 6.3, eine 160. Sekunde und der ISO-Wert ist jetzt bei ISO 400. Das werde ich jetzt alles nicht verändern. Das Einzige, was ich jetzt verändere, ist der Abstand zum Blatt und der Kamera.
Fangen wir mal direkt an. Ich bin jetzt hier sehr, sehr nah dran an dem Blatt und ich versuche jetzt mal so nah wie möglich ranzugehen, je nachdem, wie nah mich die Naheinstellgrenze von deinem Objektiv dann auch tatsächlich ranlässt an das Objekt, was ich fotografieren möchte. Ich probiere das jetzt hier einfach mal aus, wie nah ich tatsächlich rangehen kann, wo der Fokus noch funktioniert. Und mit 50 mm arbeite ich hier natürlich auch noch so, dass ich das Blatt komplett drauf bekomme. Ja, also du siehst jetzt, ich bin jetzt hier ungefähr 20 cm von dem Blatt entfernt. Mache jetzt hier mal ein Foto. Du siehst, der Hintergrund ist sehr, sehr unscharf. Und jetzt mache ich das gleiche Bild mit den gleichen Einstellungen nochmal und ich gehe einfach nur mal 2 Meter weiter zurück. Jetzt sind wir 2 Meter weiter zurückgegangen und ich mache jetzt das gleiche Bild nochmal mit den gleichen Einstellungen, fokussiere wieder auf das Blatt. Natürlich ist es jetzt sehr viel kleiner abgebildet hier. Und du siehst, wie scharf jetzt der Hintergrund geworden ist und auch der Vordergrund im Gegensatz zu dem Blatt. Also das ist, wie gesagt, immer ein Verhältnis, was man hier betrachten muss, zwischen mehreren Distanzen, zwischen Hintergrund, Objekt und Kamera. Also wie du siehst, wir haben mehrere Faktoren, die wir nutzen können, um den Hintergrund unscharf zu machen und damit die Schärfentiefe zu beeinflussen. Und man kann die natürlich auch miteinander mixen. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit einer offenen Blende fotografieren und gleichzeitig auch noch relativ nah an mein Objekt herangehen. Dann wird die Schärfentiefe natürlich noch umso geringer und der Hintergrund damit umso unschärfer. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben und falls du noch Fragen dazu hast oder Anmerkungen, vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, dann kannst du es natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass du das Thema verstanden hast und jetzt ist es an der Zeit für dich, rauszugehen, es selber auszuprobieren. Es ist wunderschöner Herbst gerade, also ich kann dir nur empfehlen, geh raus, mach schöne Fotos und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!